Vom 30. November bis 21. Dezember kann man auf dem Dorfplatz Schellenberg einen geselligen Abend genießen, wenn es heißt Ledig glüht. Ledig glüht, wie ihr seht, haben wir letztes Jahr auch schon das erste Mal gemacht. Das sind vier Donnerstage hintereinander, also sprich von 18 Uhr bis 12 Uhr am Abend. Und dieses Jahr ist es genau gleich auch wieder. Das ist der erste Abend. Und die nächsten drei Donnerstage Abend würden wir auch wieder machen. Die Abende bei der weihnachtlichen Stimmung sind lang. Und geht so, ja, letztes Jahr haben wir halt bis Open End gehabt. Wir haben es uns zwar im Nachhinein ein bisschen bereut. Es war zwar ein bisschen lang für einen Donnerstag, aber so um die 12 Uhr geht es in der Regel. Wir sind da nicht streng. Wir haben die Essensausgabe heute, wir haben daneben den warmen Ofen, dann haben wir ein paar Stehtischchen und dann haben wir eben hier unsere Bar. Die ist beheizt, also da kann man fast schon ohne Jacke drin stehen, so gerne. Und da ist man bestens versorgt, kann ich warm empfehlen. Für einen Besuch auf dem Dorfplatz muss man nicht ledig sein, aber für die Mitgliedschaft im Verein schon. Also ledig bin ich schon noch, aber nur Single. Aber eben, wie Sie sagen, sobald man nur ledig ist, ist man dann halt bei uns automatisch eher ein Mitglied. Den Verein haben wir im 2019 gegründet. Da sind wir gemütlich in unserer Dorfbeiz gehockt. Und da haben wir gefunden, der Schellenberg, da sollte man ein bisschen mehr beleben. Und dann ist eben der Verein entstanden. Und es sind jetzt immer mehr Leute dazu gekommen. Und aktuell sind wir jetzt bei 10 Leuten, 10 ledige Männer. Und ja, wir sind sehr stolz. Und eben, wenn ihr seht, machen wir dann eine Veranstaltung, weil wir wirklich das Dorf beleben wollten. Unser Motto ist ja wirklich das Gemeinsame, das Zusammentreffen, oder? Das wirklich das Dorfzentrum beleben. Vor allem, weil wir von der Gemeinde Schellenberg wirklich sehr viel zur Verfügung bekommen. Und das wollten wir auch der Bevölkerung auch weitergeben können. Und auch da haben wir wirklich, unser Ziel ist wirklich für jung bis alt. Also sprich, wir bieten auch für kleine Kinder einen Punsch an, aber auch für die Eltern, damit sie auch am Abend noch gemütlich einen Weisswein oder einen Glühwein oder was auch immer noch bei uns trinken können. Wir wollten wirklich von klein bis gross die ganze Gesellschaft wirklich bedienen können. Das nächste Mal findet es am 7. Dezember statt, am 14. und am 21. Dezember. Diese drei Mal noch.